Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Starten wir wieder zusammen in die neue Woche. Es ist Montag, ich habe heute erst zu Mittag Uni, das heißt, ich habe mein Zimmer ein bisschen aufgeräumt und meine Decke zur Sommerdecke gewechselt, weil wir haben ja jetzt immer schöne sommerliche Grade schon in Wien. Also wir hatten nämlich gestern 28 Grad. Es war sehr warm und heute soll es 29 Grad kriegen. Also Sommerdecke war mal ein guter Punkt. Jetzt sitze ich am Schreibtisch und dachte mir, ich journal mal wieder ein bisschen. Kennt ja jemand Journal. Ich dachte mir, mache ich da eine kleine Sommer-To-Do-Liste und schreibe ein paar Sachen drauf und journal ein bisschen, bevor ich jetzt dann in die Uni muss. Nutze das ein bisschen aus und habe mir dafür jetzt, weil ich möchte auch noch die Titelseite für mein Journal machen. Das ist so... Habe ich schon mal hingeschrieben, was ich so circa stehen haben möchte. Und rundherum möchte ich das jetzt ausmalen. Und da habe ich mir die Farben von meiner Schwester geholt. Warte, ich zeige euch mal die. Die Liebe ist nämlich gerade auf Skikurs, weil, also als Lehrerin. Warte mal, wo stelle ich euch denn jetzt hin? Okay, jetzt war's gut. Und zwar sind das Gouache-Farben, wenn ich das richtig ausspreche. Keine Ahnung. Und die sind eigentlich ganz cool. Die leih ich mir jetzt mal aus. Sorry, Lena, ich hoffe, das ist okay. Aber ich hätte dich ja gefragt, aber du bist leider gerade auf Skikurs. Und zwar sind das, ich meine, jetzt sind sie schon ein bisschen ausgetrocknet. Eigentlich sind die so ein bisschen flüssiger. Ich finde, es ist so eine Kombi aus Wasserfarben und Acrylfarben, weil sie sind so ein bisschen deckender wie Wasserfarben. Aber man kann jetzt einfach Wasser drauf geben und dann kann man sie ganz wieder normal verwenden. Und sie decken halt ein bisschen besser. Und mit denen werde ich das jetzt machen. Ich melde mich mal, es ist heute Dienstag. Ich habe heute keine Uni und ja, darum bin ich jetzt erstmal am Weg, ein Paket für meine Schwester wegzubringen, weil die ist gerade auf Skikurs. Und da bin ich so lieb und übernehme das für sie und bringe ein Vinted-Paket von ihr zur Post. Und heute am Nachmittag treffe ich mich einfach erstmal mit der Dani, also einer alten Schulfreundin von mir. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Also das wird mega, freue ich mich schon sehr. Und am Abend treffe ich dann mich mit Stocki und Cutty Boy. Das wird auch sehr nett. Das Wetter wird, glaube ich, heute auch wieder richtig schön. Auch habe ich heute ein Sommerkleidchen an. Woo! Genau. Ja, let's go. So, ich habe das Paket. Okay, das ist eigentlich ein Kuvert, aber... Let's go, das bringen wir jetzt weg. Hey Leute, ich habe jetzt, nachdem ich das Paket von meiner Schwester weggebracht habe, habe ich ein bisschen gemalt. Ich habe nämlich ein bisschen gejournalt und da habe ich dieses Mandarinenbild unter anderem gemacht. Und das fand ich eigentlich ganz süß, darum habe ich das jetzt nochmal in groß gemacht. Ich finde es ganz, ganz süß. Genau, und habe ein bisschen einen entspannten Vormittag gehabt und war ein bisschen artsy, sagen wir mal so. Und jetzt muss ich mich eh schon ready machen. Ich treffe mich ja heute mit der Dani, also einer Schulfreundin in der Stadt, in einer Stunde circa. Das heißt, ich mache mich jetzt mal ready und mache mich auf den Weg. Es sieht irgendwie draußen gar nicht so ultra warm aus. Es sieht eigentlich relativ, ich glaube, das hatten wir jetzt eh nicht gesehen, relativ bewölkt aus. Aber es war am Vormittag ziemlich warm. Darum mal schauen, ob ich das Kleid anlasse. Weil ich bleibe dann wahrscheinlich, entweder bleibe ich eh gleich in der Stadt oder ich fahre noch kurz dazwischen heim. Weil am Abend treffe ich mich dann mit Stocki und Cutty Boy in der Stadt, im Burggarten. Und ich weiß auch nicht ganz, ob ich dazwischen heim komme oder nicht. Darum ja. Genau, let's go. So, ich bin gerade mit Dani unterwegs und haben uns gerade Eis geholt. Geil. Cheers. Es ist jetzt einfach Eis-Season, man kann nichts sagen. Geil. Also es ist mir ein bisschen zu warm eigentlich dafür, dass es April ist, aber Eis ist geil. Wir sitzen gerade an der Donau und quatschen gerade. Wir müssen uns kurz updaten. Es gab sehr viel zu erzählen. Ja, sonst gibt es nichts zu erzählen. Dani, hast du was mitzuteilen an meinen Vlog? Ich glaube nicht. Okay, ist cool. Weitermachen. So, wir sind jetzt gerade im Palmenhaus. Das ist jetzt richtig süß, weil es ist jetzt draußen ein bisschen windig geworden. Habe ich gar nicht gefloggt, wir sind im Burggarten gesessen, das war richtig süß. Wir sind einfach Drinks.
Guten Morgen, ihr Süßen. Ich bin gerade aufgestanden. Es ist heute Mittwoch, 6.45 Uhr. Ich bin noch unmüde. Aber ich mache mich jetzt erstmal fertig für den Tag. Es war jetzt die letzten Tage. Eigentlich immer richtig schön. Also wir hatten immer die sommerlichen Temperaturen schon. Fällt mir jetzt ein wegen Sonnencreme. Aber heute kriegt es einfach nur 15 Grad, weil es ist urstürmisch und es war die ganze Nacht schon urstürmisch, also es war ultra laut. Darum kriegt es heute einfach nur 15 Grad, also heute wird es ein bisschen kühler. Aber es ist irgendwie eh nur heute, also die restliche Woche wird dann eh wieder warm. Naja. Ich war letztens beim DM und habe dieses Lippenöl gefunden. Und ich habe das, glaube ich, auf TikTok oder so schon gesehen und ich dachte mir, nehme ich mit, teste ich aus. Und ich finde, ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so, also eigentlich ganz gut. Weil ich finde, es fühlt sich eigentlich auch ganz gut an. Das Einzige, was ich finde, es riecht nicht so gut. Also, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich, es riecht nicht so gut, aber sonst finde ich es eigentlich ganz süß. Ich packe mal meine Unitasche und dann geht es eh schon langsam los in die Uni. Davor noch ein Matcha Latte, weil es irgendwie viel zu früh und ich bin sehr müde. Also, das ist heute ein Must. Hey meine Süßen, ich melde mich mal ganz kurz. Ich habe mich gerade fertig gemacht und bin am Weg in die City in St. Pölten. Weil da treffe ich mich mit ein paar Uni-Mädels von mir. Das heißt, ich muss erstmal mit dem Zug hinfahren. Genau, weil eine Freundin von mir aus der Uni hat heute Geburtstag. Und wir gehen dort in die City. Was trinken. Ich freue mich schon heute. Genau, also ist heute Girls-Abend angesagt. Ich freue mich schon, aber als erstes natürlich nach St. Pölten düsen. Das wird ein Spaß. Ja, heute war eigentlich am Tag ist nicht so viel passiert. Ich habe Online-Uni heute gemacht und ein bisschen Video geschnitten, damit endlich mal wieder ein Video kommt. Ja, das war das mit der Eras-Tour. Da bin ich gerade ein bisschen dabei. Schauen, dass das die Woche noch kommt. Ja, das heißt aber heute kein GNTM. Das heißt, ich werde GNTM noch in die Tage nachschauen. Ich habe das Geschenk für die Magdalena auch schon eingepackt. Ich schenke ihr mit der Anna zusammen ein paar ganz süße Sachen. Unter anderem ein Buch, den dritten Teil, Twisted Hate. Ich habe die Reihe nicht gelesen, aber die ist ja schon sehr, sehr im Trend oder sehr, sehr gehypt. Das ist das richtige Wort. ja, ich hoffe, so gefällt ihr. Und ja, ich packe jetzt das Geschenk ein und packe meine 7 Sachen. Und dann muss ich eh schon los zum Zug und cruise nach St. Pölten, the place to be. Genau, und dann ist eigentlich eh morgen schon Freitag. Und da muss ich jetzt währenddessen, ich im Zug sitze, noch ein bisschen meine Präsi üben. Dann nehme ich mir gleich meinen Zettel mit, weil das habe ich noch nicht so viel gemacht. Weil ich Präsi, weil ich eben Video geschnitten habe heute, hatte ich mehr Bock drauf. Also muss ich meine Präsi für morgen noch üben. Aber das wird schon. Also ich bin sie schon mal durchgegangen. Es ist nicht so wild. Genau. Das ist der Plan. Let's go. Das Wetter ist wieder richtig schön. Gestern war ein bisschen Weltuntergang. Ich glaube, ich habe aber nicht so viel gefloggt. Gestern war einfach ultra kalt, windig. Und jetzt ist wieder schönes Wetter. Gott sei Dank. Let's go. So, ich melde mich mal ganz kurz. Ich bin aus der Uni zurück. Warte, ich stelle mich mal wieder irgendwie ab. So, ich komme jetzt gerade aus der Uni. Es ist Freitag, das Wetter ist mega schön. Ich hatte schon meine Sonnenbrille auf und bin jetzt gerade heimgekommen. Ich hatte heute wieder Marketing. Es war eigentlich ganz cool, aber es war irgendwie heute sehr anstrengend, weil ich ein bisschen müde von gestern war. Heute steht noch ein bisschen was an. Später kommt Stöckchen und danach gehen wir zusammen auf ein Konzert von Freunden von uns. Die spielen bei einer Band mit und da supporten wir natürlich. Aber davor werde ich jetzt ein bisschen Vlog schneiden, weil ich habe gestern am Nachmittag schon ein bisschen begonnen, aber dann bin ich ja nach St. Pölten gedüst, weil die Magdalena ihren Geburtstag dort gefeiert hat. Das war übrigens voll nett. Und da mache ich jetzt mal weiter, weil ich diesen Vlog jetzt die Tage hochladen möchte. Endlich mal. Und yes. Okay, Leute, ich habe mich jetzt kurz in eine kurze Hose geschmissen, weil ich setze mich jetzt auf die Terrasse und das ist einfach schon so warm. Also ich glaube, es hat also locker 25 Grad oder so. Also es ist sehr warm. Da knallt aber auch voll die Sonne hin. Also ja, und zwar werde ich jetzt ein bisschen
Basilikum umpflanzen. Ich sehe immer wieder TikToks, dass der Basilikum, wenn man ihn so kauft, in so einem Stock, also so ein Pflänzchen einfach kauft, wenn man das, dass man das eigentlich so auseinandergeben muss ein bisschen, damit es besser wächst, weil so geht es irgendwie immer urschnell kaputt. Also bei uns zumindest, ich zeige es euch eh später. Wir haben so zwei Pflänzchen, die sind schon ein bisschen mitgenommen. Und ich probiere es an meinem grünen Daumen, I guess, und schaue, ob ich das irgendwie so auseinander bekomme, damit das irgendwie vielleicht länger hält oder so. Hier sind die Basilikumpflanzen. Also den hat meine Mama heute neu gekauft. Das sieht noch richtig nice und schön aus. Aber, ah, das ist Rosie. Hallo Rosie. Und die zwei sind schon sehr mitgenommen. Also mal schauen, was man da machen kann. Aber wir lieben einfach Basilikum darum. Sie sind so schnell auseinandergezupft. Okay, ich habe jetzt mal meine Pflänzchen vom Übertopf befreit und gebe es jetzt da mal raus. Und dann werden sie mindestens halbiert, wurde gesagt immer. Also probieren wir mal. Ah, okay. Probiere es jetzt einfach so ein bisschen auseinander zu machen. Frag mich nicht, ob ich das richtig mache. Ich weiß es nicht. Der muss auch raus. Das Problem ist nämlich, dass diese Wurzeln dann alles so keinen Platz haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, wir haben jetzt hier frische Erde. Hier unten. Und es kommt jetzt ein bisschen da rein. In diesen kleinen Topf. Erde. Boah, ich weiß nicht. Ich stehe nicht so auf Gärtner und das funktioniert eh nie so, wie ich das will. Hat ja alles gar keinen Platz da drin. Da fragt meine Gartenfähigkeit nicht. Das ist jetzt so ein bisschen gegossen, damit das ein bisschen besser hält. Und sieht gar nicht so schlecht aus. Ich mache das mal mit den anderen. Dann sehen wir uns wieder. Ich glaube, ihr seht mich gar nicht, ne? So, mein Basilikum ist jetzt in kleinen Töpfchen gepflanzt. Das sieht noch ein bisschen traurig aus. Aber das wird wieder. Und es sind einfach die drei Stöcke. Dann hier noch zwei kleine. Und dann habe ich hier in den Topf auch noch ein bisschen was dazu gepflanzt. Schauen wir mal, was wird. So, ich habe jetzt mein Basilikum umgepflanzt. Ich habe es euch eh gezeigt. Ich halte euch up to date, ob das funktioniert hat oder ob es ein kompletter Fail ist. Könnte auch sein. Mein grüner Daumen ist eigentlich nicht vorhanden. Darum. Ich liebe Basilikum, darum wäre es ziemlich nice, wenn wir ziemlich viel Basilikum hätten. Der ist sehr schnell weg. Ah, oh, die Sonne. Stocki und ich trinken gerade ein Gläschen Hugo. Und wir gehen jetzt gleich aufs Konzert von den Jungs. Und wir sitzen schon auf der Terrasse. Ah, oh, es ist richtig schönes Wetter. Cheers. Ja, wir müssen jetzt eigentlich eh schon los. So, wir sind gerade beim Match von Flo. Kleine Rosie hat hier einen Spaß. Wir haben uns jetzt in die Wiese, in die Sonne gesetzt. Die Juli und ich. Juli, willst du Hallo sagen? Hi. Und wir schauen uns dem Flo zu. Wir wissen nicht, ob sie führen oder nicht. Die Juli glaubt nicht. Oh. Rosie auch mit dabei. Wir haben gerade einen Kuchen gebacken. Nice. Lecker Schmecker. Hey Leute, ich meine, ich mal, es ist heute Sonntag. Ich habe mich jetzt gerade meinen Tennisrock geschmissen, weil wir gehen jetzt Radfahren. Und ich dachte mir, für die lange Leggings ist es langsam schon zu warm. Aber ich finde es ganz süß zum Radfahren, I guess. Und genau, ich weiß nicht, ob ich die Weste brauche oder nicht. Mal schauen, aber Sonnenbrille ist da und es geht jetzt Radfahren. Ich freue mich. Let's go. Und dann später kriegen wir noch und dann arbeite ich wieder beim Match mit der Anna. Das wird, glaube ich, wieder ganz witzig. So, wir waren jetzt Radfahren. Jetzt wurde gegrillt. Das sieht schon wieder sehr geil aus. Das ist Melanzani. Oh, nice. Max 1, 2, 3.